beyond your wildest dreams. Ich habe was von Männerballett gelesen. Ich liebe ja Männerballett. Nein, das ist das Treffen der gescheiterten Bösewichter. Aber der Flyer hier? Ich habe noch nie so einen Flyer verteilt. Woher habe ich den dann? Die Anmeldungsmail kam von einem gewissen Cooler. Ach, mein verfluchter Bruder! Egal, stellen wir uns erstmal vor. Ich bin Pain. Eine normale Gruppe würde jetzt Hallo Pain sagen. Das ist dämlich. Sag uns lieber, was wir hier machen. Wir sind hier, weil wir hier unser eigenes Happy End haben wollen. Und um das zu erreichen, müssen wir unsere Vorgehensweise ein klein wenig ändern. Ich bin in Therapie. Moment, ich bin ein böser Wicht. Heißt das noch lange nicht, dass du ein böser Wicht bist. Was macht dich bitte zum böser Wicht? Ich wollte doch nur, dass mein Adoptivpapi mich genauso wie Papi Thor. Ich wollte Gerechtigkeit und Gleichheit für alle Menschen. Ich wollte Schmerz über alle bringen, um wahren Frieden daraus zu erschaffen. Oh, ich find's lustig, Planeten in die Luft zu jagen. Vor allem Affenplaneten. Affennerven. Oh, ich bin mit dir vollkommen auf einer Wellenlänge. Planeten zerstören ist so spaßig. Was seid ihr nur für Weicheier? Boah! Ich habe 80 Menschen in 2 Tagen umgebracht. Ich habe mit meiner Nebentruppe riesiges Chaos in Balbat verursacht. Und für Nirmel. Was? Du warst zugelebt im Bällchenbad? Sag mal, kiffst du? Schätzchen, das ist gar nicht schlecht für deine Haut. Nein? Oh, wie kommst du nur darauf? Zurück zum Thema. Ich habe hingegen ganz Konoha den Erdboden gleich gemacht. Dabei gab es sicher mehrere hundert Tote. Süß! Also, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Bevölkerungsdichte eines Planeten ein paar Milliarden beträgt und ich so circa 200 Planeten zerstört habe, könnt ihr es selber schätzen. Cheater. Dieter, weißt du, Süße, ich wollte dir die ganze Zeit schon sagen, was für einen schönen Lippenstift du hast. Wo hast du den nur her? Hinten am Eck zwischen diesem süßen Kaffee und dem tollen Friseursalon und diesem schnuckligen Friseur. Was passiert hier gerade? Puh, ich hab keine Ahnung, aber der Schnuffi macht das Ganze erträglich. Brauchst du? Schätzchen, wo hast du den Nagellack? Der glänzt so wunderschön. Oh, weißt du, das ist eine Spezialanfertigung, damit er nicht splittert. Aber ich kann dir gerne mal ausleihen, Schätzchen. Ach, du hast so trendy High Heels an. Ich würde sowas ja auch gerne tragen. Aber ich habe so seltsame Füße. Deine Füße sind nicht seltsam, sondern außergewöhnlich. Oh, und ich mag deinen Schwanz so gern, Darling. Der ist so elegant und cute. Meiner ist so fett und sieht aus wie ein Wurm. Nein, nein, nein. Ich finde, du kannst es tragen. Er passt perfekt zu einem wundervollen Gesamtbild. Oh, findest du? Darling, wir müssen unbedingt auf ein kleines Date gehen. Wie wär's mit jetzt? Das niedliche Café da hinten hat noch offen. Oh, lass uns über unsere Zerstörungspläne reden. Oh, du darfst heute Nacht mein Bett zerstören. Oh mein Gott, was haben wir angerichtet? Was hast du angerichtet? Wenn man schwul ist, scheint man erfolgreich zu sein. Nee. Nicht schon wieder. Wieso gehen meine Pläne immer den Bach runter?